KinoCast. Hallo und herzlich willkommen hier zur 718. Ausgabe mittlerweile. Jetzt habe ich es mal hier parat. Vom KinoCast. Ich grüße Kate. Hallo. Und ich grüße den Chris. Hallo. Guten Tag, hallo. Ja, ich bin der Erik. Herzlich willkommen hier zu unserer kleinen Sendung. Und ja, wir haben wie immer Filme mitgebracht. In der Sneak Preview gab es zum Beispiel den Film Dog. Da geht es um einen Hund, wie man unschwer vermuten kann. What? Ja, warte mal, was hat denn der Film für einen deutschen Zusatztitel? Der hat noch irgendwie so einen, den sehe ich gerade nicht. Der hatte noch irgendwie so einen langen Zusatztitel, irgendwie eine tierische Freundschaft oder irgend sowas Komisches. Aber naja, dazu später mehr. Dann haben wir eine Rezensionsdisc bekommen. Mit Vince Vaughn, Ryder McLaughlin, produziert von, wie hier steht auf dem Zettel, Ausnahmetalent Pharrell Williams, den Film North Hollywood. Der hat einen Zusatztitel, der heißt Your Board, Your Rules. Und da geht es um Skateboarden. Und dann habe ich auch noch einen Film geschaut, den ich schon länger mal hier auf der Festplatte aufgenommen hatte bei Sky. Beate Use, Das Recht auf Liebe, ein Biopic. Und die Kate hat bei Moonfall reingeschaut, da bin ich sehr gespannt. Den hatten wir in der Sneak Preview. Und dann gibt es natürlich wieder ein Rätsel und mal schauen, was uns noch so einfällt. Seid ihr bereit? Immer. Ja. Allzeit. Ja. Geboren. Bereit geboren. Ja. Born ready. Dog. Ein Film, den hatten wir bei den Tipps mit drin gehabt. Und da wir ja alle Hundebesitzer sind oder Hundebesitzerinnen, sind wir nicht uninteressiert an Filmen mit oder über oder von Hunden oder mit Hunden als Hauptdarstellern. Und das Poster und der Trailer zum Film hat ja schon mal ein bisschen Lust gemacht auf den Film, nämlich mit Channing Tatum in der Hauptrolle und der einen Kriegsveteran spielt. Und es gibt einen Hund in der Einheit, wo er mal gedient hat, der immer mit in Afghanistan mit unterwegs war, wenn sie irgendwo ein Gebäude gestürmt haben oder sowas. Da ist halt der Hund mit vorausgegangen und hat dann die Leute attackiert oder so und wurde dafür ausgebildet. Und dieser Hund hatte einen Hundeführer in der Einheit. Und dieser Hundeführer in der Einheit ist jetzt bei einem Einsatz verstorben. Und der Hund, dadurch, dass er eben so fürs Töten ausgebildet wurde und ja, auch alles Mögliche mitgemacht hat, irgendwelche Explosionen und Schusswechsel und sonst was alles. Der Hund wurde auch angeschossen und verletzt und alles Mögliche. Und der ist nun auch wieder zurückgekommen zu der Einheit und ist auch ein bisschen traumatisiert, der Hund. Also dadurch, dass auch sein Herrchen da nicht mehr da ist, ist alles sehr schwierig. Er schnappt, der Hund, er ist nicht zu bändigen, er dreht manchmal völlig am Rad. Und ja, sie wissen nicht, was sie damit machen sollen, und weil der Hundeführer nun gestorben ist und ein militärisches Begräbnis bekommt, holen sie Channing Tatum, der diesen Hund quasi überführen soll im Auto zu diesem Begräbnis, damit der Hund mit am Grab mitsitzt, weil sich das dann irgendwie so gehört im militärischen Kodex oder so, dass der Hund, weil der eigentlich auch ein Militärangehöriger ist, der Hund, der soll dann halt bei seinem Herrchen mit am Grab sitzen und so. Und jetzt bekommen nun Channing Tatum, den wir auch am Anfang erstmal kennenlernen, der sich zurückgezogen hat in, ja, fast so in ländliche Idylle im Wald irgendwo, da hackt er sein Holz und hat sich völlig zurückgezogen. Und er wird auch manchmal eingeladen, wenn von seinen Kameraden. Aber wir sehen, er hat keine Rangabzeichen mehr. Er ist nämlich aus dem Militär erstmal ausgeschlossen worden, weil er auch ein Kriegstrauma hat. Und bevor der Arzt nicht grünes Licht gibt, darf er nicht wieder zurück in die Einheit. Er ist also auch ein Kriegsveteran, und er versucht es wieder, immer wieder. Er hat auch so ein Gutachten und er will wieder in Einsatz zurück. Aber wir merken schon im Film, ja, da ist doch einiges im Argen. Also gerade auch nachts, wenn er dann schläft, dann kriegt er halt extreme Albträume und kann dann nur auf dem Boden schlafen, total eingerollt, und hat wirklich ein schlimmes Trauma zu bewältigen. Und wir sehen schon als Zuschauer, es wäre eigentlich keine gute Idee, wenn er wieder zurückgeht in Einsatz. Und es wird aber halt auch
sehr gut dargestellt, dass eben für viele, die im Militär die im Militärdienst waren und sind, dass das eben, dass die teilweise keine andere Wahl haben. Die sind eben, gerade in den USA, sind ja auch viele, die wenig Chancen haben im Leben, ja, sag mal, Studium oder wenig finanzielle Voraussetzungen haben, die gehen eben zum Militär, werden dann auf Einsätze geschickt. Und die haben halt nichts anderes. Also die können nicht zurück in ein normales Leben und können dann irgendwo, was weiß ich, eine Firma leiten oder kriegen da einen Job, sondern weil sie auch doch ein bisschen angeknackst sind, auch von dem, was sie erlebt haben, ja, leben sie eben teilweise auf der Straße oder haben eben nichts. Und sodass sie halt doch immer wieder einen Einsatz wollen, solange bis es eben irgendwann doch mal schief geht. Und wie das eben bei seinem ehemaligen Kollegen hier oder seinen ehemaligen Kameraden, muss man ja sagen, passiert ist. Und ja, trotz, dass er nun immer zurück will und auch da alle Gutachten beibringt, klappt das erstmal noch nicht. Der Kompaniechef sagt dann halt zu ihm, hier, du überführst den Hund und dann mache ich den Anruf, dass du eventuell wieder zurückkommst. Also du musst das erstmal für uns erledigen. Und ja, während dieses Roadtrips, der sich eigentlich dann fast den ganzen Film hinzieht, wo er dann mit dem Hund, den er erstmal hinten in so eine Box einsperrt, weil der natürlich total bissig ist und alles und auch total gestört ist, der Hund. Ja, er redet dann halt auch mit dem Hund während der Fahrt. Er hat halt auch die ganze Zeit, während er sich da in seine Hütte zurückgezogen hat im Wald, hat er auch wirklich mit niemandem geredet. Er öffnet sich dann halt auch erstmal während der Fahrt so gegenüber dem Hund und schüttet ihm so ein bisschen sein Herz aus. Natürlich noch nicht gleich, sondern erst so nach und nach. Und es tut beiden gut, jemanden zu haben. Das merken wir dann schon relativ schnell als Zuschauer. Es ist aber bei beiden sehr, sehr viel im Argen. Und ja, ich will mir jetzt nicht zu viel verraten. Das war jetzt auch noch nicht viel, was ich jetzt gesagt habe, obwohl ich sehr lange geredet habe, gefühlt. Und sehr viel Story wiedergegeben habe. Da passiert wirklich noch so einiges. Und wir erfahren auch sehr viel noch über den Hintergrund von Channing Tatum. Was man vielleicht aber aus meiner Zusammenfassung schon ein bisschen raushört, es ist nicht so der leichte Film, den der Trailer vermuten lässt. So jemand, da bekommt einen Hund, hahaha, und lustiger Roadtrip und der büxt mal aus, haha, ist das lustig und rennt ihm hinterher. Das ist es nun wirklich gar nicht, sondern es ist eher ein Drama, ein richtig, ja, scharfes, satirisches Drama. Nee, nicht satirisch, satirisch ist falsch. Aber ein sehr gut beobachtetes Drama, wo auch dieses ganze Militärding so, ja, sehr mit sehr deutlichen Bildern und Worten so dargestellt wird und da auch eine ziemliche Kritik mitschwingt. Und der Film ist unglaublich traurig an manchen Stellen. Also das ist, man hat es dann Kinoschluchzen gehört. Also das ist wirklich, ich will jetzt nicht, natürlich nicht verraten, was da so passiert, aber also hallo, ey. Da sind Szenen drin, puh. Also es ist nicht so, wie der Trailer vermutet. Es ist ja auch hier zum Beispiel bei Moviepilot beschrieben, Road-Movie-Tragikomödie, ja. Wobei das Komödie ist jetzt nicht so, kommt jetzt nicht so sehr stark raus. Es sind ein paar Schmunzelszenen drin, aber die dienen eigentlich nur dazu, damit eben der Dynamikausschlag, der dann demnächst nach unten kommt, noch drastischer erscheint, glaube ich. Und ich fand es aber insgesamt einen sehr, sehr sehenswerten Film. Also Channing Tatum hat hier absolut top gespielt. Es hat mich teilweise, auch wenn der Vergleich jetzt etwas kurios klingen mag, an den ersten Rambo-Film erinnert, wo Rambo eben zurückkommt aus dem Vietnamkrieg und erstmal in dieser kleinen Stadt erstmal so der völlig Aussätzige ist, mit dem keiner was zu tun haben will und alle wollen ihn eigentlich wieder weghaben und so ungefähr. Diese Stimmung kommt hier auch teilweise wieder auf, weil sobald er irgendjemand erzählt, dass er im Dienst war, gibt es dann irgendwie so zwei Reaktionen. Entweder er wird total abgefeiert, so hier, thank you for your service und dieses übliche in Amerika, ne, so dieses, oder halt die Leute wenden sich irgendwie total ab, so wie, ja, nee, also das, da haben wir ja gar nichts. Also, aber dass sich jemand wirklich mit ihm beschäftigt, mit dem, was es mit ihm gemacht hat und warum er das gemacht hat, das findet halt so nicht statt in dem Film. Und der Einzige, dem er sich öffnen kann, ist halt der Hund. Und der kann ja nun nicht mit ihm reden, der kann nur ein bisschen was zeigen. Aber der Hund hat selber auch genügend eigene Probleme. Und ja, echt krass. Es sind dann auch noch ein paar
ja, ich würde es mal nicht Cameo-Auftritte nennen, aber es sind schon ein paar bekanntere Darsteller, speziell gegen Ende des Films, noch mit dabei, die auch nicht irgendwo großartig in der Liste stehen von Darstellern, die man jetzt so auf den ersten Blick sieht, wenn der Film irgendwo beworben wird. Das fand ich auch sehr, sehr gut, dass man da jemand wiedererkennt, den er dann so später trifft und so. Will ich auch natürlich nicht verraten. Und die Bilder sind wunderschön während des Roadtrips, weil er macht quasi gefühlt die ganze Westküste quasi von Norden nach Süden muss er durch mit dem Hund, weil das Begräbnis findet irgendwo in Phoenix oder so, glaube ich. Also irgendwie ganz, ganz unten da Richtung mexikanische Grenze oder so statt. Und er muss quasi einmal durch, und weil der Hund eben nicht fliegen kann, darf, sollte oder so, muss es eben mit dem Auto machen und muss natürlich auch einige Male übernachten dort irgendwo und trifft andere Leute. Und ein sehr, sehr cooler, toller Film, der auch, glaube ich, in der Sneak gut angekommen ist. Oder hat jemand gerade zufällig das offen hier, den Vote? Ich kann nebenher schnell schauen, gar kein Problem. Ah, ich hab's gerade. Ich ärgere mich übrigens sehr, dass ich ihn nicht gesehen habe. Also, ich bin irgendwie gerade froh, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ja, ist ein guter Film. Er pendelt zwischen 5 und 9 Punkten, pendelt er. Ich sehe gerade 9, hat aber nur eine Person gegeben. Ja, gut, 5, 6, 7, die meisten haben, glaube ich, 8 gegeben. 4 Stimmen hier bei 8 sehe ich gerade. Aber es geht auch von 3. Tja. Ja. Oh je. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen. Das auf jeden Fall. Das ist ein richtig, richtig guter Film. Vielleicht waren manche enttäuscht, die gedacht haben, oh, eine coole Hundekomödie, so Scott und Hooch mit Channing Tatum oder so jetzt, eine Neuauflage, aber so ist es definitiv nicht. Und ja, empfehlen. Also ich habe 8 Punkte gegeben und ich empfehle den Film auch weiter. Habe ich schon geklickt in der Gloria Sneak Facebook-Gruppe. Und wenn wir da einmal drin sind, wie lautet denn der Hinweis für morgen? Ist da schon irgendwas eingegangen? Ja, und der Tipp lautet kritische Frequenzen. Und eingegangen ist James Bond. Keine Ahnung, was das soll. Und Schmetterlinge im Ohr. Den habe ich, glaube ich, getippt. Da geht es um einen Mann, französische Komödie. Na, was heißt Komödie? Eher so auch so ein Dramedy. Geht es um so einen Mann, der langsam das Gehör verliert. Also halt auch schon ein bisschen älter, der Mann. Und verliert halt mehr und mehr sein Gehör. Und das sind halt von lustigen Szenen, wo er halt nichts versteht. Er ist, glaube ich, sogar Lehrer, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe den Trailer irgendwann mal gesehen. Und da versteht halt die Schüler nicht mehr. Die sagen irgendwas zu ihm. Da gibt es so lustige Szenen im Trailer. Und dann bekommt er eben auch so ein Hörgerät. Und ja, vielleicht könnte passen. Aber ansonsten ist es wieder ein sehr vager Tipp, finde ich. Kritische Frequenzen. Da ist mir jetzt nichts spontan eingefallen, was direkt passen könnte. Schauen wir mal, was uns morgen erwartet. Seid ihr am Start? Chris, bist du am Start? Ich bin wahrscheinlich nochmal wieder nicht am Start, weil Dienstag ist Englischprüfung. Aber du kommst wieder, oder? Ich komme auf jeden Fall wieder, ja. Das habe ich echt falsch verstanden gehabt. Ich saß dann drin. Das war sehr schön. Ich dachte, jetzt kommt bestimmt der andere Typ wieder rein, aber dann kommst du auf einmal. Okay, sag mir Bescheid, ob ich eine Karte holen soll. Also hol dir eine, ja. Okay, dann hole ich mir wieder den 14-1. Alles klar. Mal gucken, was mich dann morgen erwartet. Kritische Frequenzen. Ich bin gespannt. So, sonst haben wir keinen Film im Kino gesehen, sehe ich hier in dem Plan. Das heißt, wir schauen erstmal, was neu anläuft im Kino und wie es in den Charts aussieht hier in Stuttgart. Kinocharts und Neustarts. Was haben wir denn in den Charts? Oh, hier, Platz 5 ist Dog. Dann ist der anscheinend schon angelaufen. Der ist angelaufen am Donnerstag, ja. Platz 4 ist fantastische Tierwesen, also auch Hunde. Dumbledores Geheimnisse. Ich sehe jetzt übrigens gerade auf dem Poster hier bei der Innenstadtkinos.de Seite den Untertitel: Das Glück hat 4 Pfoten. Ja. Ah, finde ich ein bisschen schwierig. Misleading. Schwierig. Weil so von dem Poster her könnte ich denken, ah, da gehe ich mit meinem Kleinen rein oder so. Sieht lustig aus, Mann mit Hund und so. Naja. Dann Platz, jetzt habe ich vergessen, wo sind 3, Everything Everywhere All at Once, der neue Wes Anderson Film. Auf Platz Nummer 2, Downton Abbey 2, eine neue Ära. Da war Kate bestimmt schon 5-mal drin, deswegen ist das so weit vorne. Ich muss erst die Serie fertig gucken. Ach so. Den ersten Film. Okay. Ich kann ja immer mal wieder weiter gucken, ja.
Platz 1 immer noch und mittlerweile, also in meiner Filterbubble auf Twitter und so, gewinnt das jetzt so ein bisschen an Fahrt auch, das Thema. Irgendwie haben es jetzt viele dann doch gesehen, die es erstmal nicht geschaut haben, gefühlt. Also jetzt kamen speziell letzte Woche sehr viele Nachrichten irgendwie so, hey, ich habe jetzt endlich Doctor Strange gesehen, saugeil, oder manche fanden es nicht so. Die waren mit der düsteren Situation nicht ganz so zufrieden. Also Platz 1 in Stuttgart, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja! Was ist denn das? Sehr da? Geil. Was ist denn das da eigentlich? Was sind das für Symbole hier bei Innenstadtkinos unter dem Titel? Siehst du das? Kreta? Hä? Oder was steht da? Seht ihr das auch? Da steht Kreta und Starks. Was soll denn das sein? Ist das von Kreta von Thunberg approved, der Film, oder was? Ah. Nee, steht sogar unten bei Downton Abbey auch. Ja, bei Fantastische Tierwesen. Nein, Kreta ist doch, glaube ich, so ein Dings. Starks ist es nicht, dass der Film vorgelesen wird für die... Das kann sein. Für die See, für Hörgeschädigte. Genau, da gibt es wahrscheinlich dann irgendwie einen Kopfhörer oder was und dann kriegt man das. Ah, interessant. Hat das die Innenstadtkinos jetzt auch? Ja, das haben die schon lange. Ah, okay. Also, ja, falls jetzt. Was heißt Kreta im Kino? Die App Kreta macht Audiodeskriptionen und Untertitel zugänglich in jedem Kino, in jedem Saal zu jeder gewünschten Vorstellung. Einfach vom eigenen Smartphone. Hm. Erlebe barrierefreies Kino, das richtig Spaß macht. Eigenständig und unabhängig, allein oder mit Freunden. Oh, sehr gut. Also, Kreta und Starks, genau. Falls ihr jetzt den Podcast hört und ihr seid sehgeschädigt oder so und nutzt eine von diesen Apps, die euch quasi den Film besser erlebbar macht, dann könnt ihr das tun in den Innenstadtkinos. Haben wir gerade entdeckt. Super. Genau, gibt es auch einen schönen Trailer dazu, wie es scheint. Muss ich mir nachher mal in Ruhe mal zu Gemüte führen, was das für eine moderne Technik ist. Interessiert mich auch mal. Es geht aber gut los, das Ding. Kennen Sie den? Gehen ein Blinder und ein Gehörloser ins Kino. Nicht witzig? Stimmt. Sondern ärgerlich. Also ich weiß, dass es im Stadion gibt, dass da manche, speziell in den Ultragruppen, dann haben die so Leute, die das so deskribieren für andere, ne? Und quasi beschreiben. Die kriegen dann so Kopfhörer auf und dann erzählt dann einer, was er gerade alles sieht und so. Ja. Aber jetzt hier im Kino war mir neu. Muss ich mich nachher mal damit beschäftigen. Ja, doch. Womit ich mich auch beschäftigt habe, ist mit unserer Rezensionsdisc North Hollywood. North Hollywood. North Hollywood, ein Film mit Vince Vaughn, genau, ob ich gerade nicht auf den Namen komme, wird hier auf dem Zettel von der Rezensionsdisc beilag als liebevolle Coming-of-Age-Story über die Werte von Freundschaft und Skateboarden bezeichnet. Und es geht darum, dass der Michael, den wir kennenlernen, gespielt von Ryder McLaughlin, den ich jetzt noch nicht kannte vorher, der ist in der Schule kurz vor seinem Abschluss und er möchte eigentlich weitermachen im Leben mit Skateboarden. Er will mit Skateboarden Geld verdienen. Es gibt, ich glaube, das spielt so, also nicht in der Jetztzeit, sondern ein bisschen früher. Ich konnte es nicht so ganz greifen, in welcher Zeit der spielt. Das wird auch nie so richtig genannt, gefühlt. Das steht nur manchmal da, irgendwie ein bisschen später und jetzt so und so. Aber es steht jetzt keine Jahreszahl da. Hat mich so ein bisschen erinnert an den Film Mid-90s. Vielleicht spielt er sogar in dieser Region. Jedenfalls möchte er gern mit Skateboarden Geld verdienen. Die machen halt auch immer so Filme, so Filmclips, die dann so viral gehen sollen damals. Und es gab ja da viele, die auf diese Weise berühmt und bekannt geworden sind. Und das möchte er halt auch. Und sein Vater, gespielt von Vince Vaughn, alleinerziehender Vater, möchte natürlich, dass er was Ordentliches macht. Und Vince Vaughn ist selber, der hat, glaube ich, arbeitet in so einer Firma, die so Sanierung von Häusern macht, irgendwie so Tischler oder macht alles mögliche. Der sammelt auch irgendwie Pfandflaschen ein, wenn er irgendwelches sieht. Also irgendwie ganz kurios. Am Anfang habe ich gedacht, der ist wirklich so irgendwie, der braucht Geld, weil er irgendwie so Pfandflaschen aus dem Müll gesammelt hat und die dann abgegeben hat. Aber dann hat man später mal gesehen, dass der bei so einem Hausumbau da irgendwie die Leitung hatte. Also irgendwie wird sehr kurios dargestellt. Und ja, er möchte natürlich, dass sein Sohn aufs College geht und da was Ordentliches macht. Und auch er im Sport, wie es halt in den USA so ist, man soll halt, oder viele, die aufs College gehen, bekommen ja dann so ein Sportstipendium. Deswegen soll er auf der Schule, wo er jetzt gerade ist, auf der Highschool, soll er eher im Sport gut sein. Und er spielt da Wasserball, was auch sehr kurios ist irgendwie. Sonst sieht man in den USA immer nur andere Sportarten dann irgendwie. Also jetzt hier zum ersten Mal Wasserball. Und ja,
Und Wasserball, das schmeißt er aber dann hin, weil er will ja sowieso. Und ja, letzten Endes, ich gehe schon mal ein bisschen in die Kritik rein. Die Story, die ist jetzt nicht sehr, ja, er hat nicht gefühlt nicht so einen richtigen roten Faden. Wir beobachten ihn mehr oder weniger, wie er so durch irgendwelche Situationen sich durchbewegt. Die Story, die wabert so vor sich hin, wie er so mit seinen Freunden, und dann lernt er halt andere kennen, die schon ein bisschen erfolgreicher sind in dem Skateboard-Game. Und dann hängt er sich so ein bisschen an die ran und verliert dann fast seine alten Freunde, seine langjährigen alten Freunde dadurch. Und ja, in dem bewegt sich das immer. Und was mich eigentlich ja noch mit fast am meisten gestört hat, ist, dass die Skateboard-Szenen einfach scheiße sind, die man da sieht. Also ich mag ja gern Skateboarden und so. Und ich mag das auch gern sehen und so. Das fand ich bei Mid-90s eben. Da kam dieses Gefühl, ja, dieses Skateboarden, wo du halt zum ersten Mal als Kind oder als Jugendlicher damals so ein gewisses Gefühl von Freiheit hast, dass du dich irgendwo aufrollen, irgendwo hinbewegen konntest, jetzt nicht mit einem Fahrrad oder so, sondern einfach so in irgendwelchen Fußgängerzonen und irgendwas da rum und springen und sowas. Und ja, dieses Gefühl kam bei Mid-90s viel eher raus als jetzt hier bei dem Film, der offensichtlich ja in die gleiche Kerbe schlagen will, aber es irgendwie nicht schafft. Aber die Bilder sehen einfach auch zu gut aus. Dann hätte ich mir so ein bisschen dieses Mid-90s, das war so eher so gritty und so ein bisschen dreckig, der Look und so. Hier sieht alles extrem stylisch und gelackt aus. Hat mich fast ein bisschen an Licorice Pizza erinnert. Die Bilder, die hier teilweise zu sehen waren. Der Soundtrack war, ja, ich habe gedacht, okay, wenn Pharrell dahinter steckt, dann werden wir ein bisschen funky Zeug da hören. Aber es war sehr, sehr gemischt. Irgendwie ein ganz kurioser Soundtrack auch. Und von dem Soundtrack her konnte man auch nicht so recht einordnen, wann sich der Film jetzt nun eigentlich befindet. Ja, irgendwie war das alles so ein bisschen weird, der Film. Und ja, auch die Spannung, das Drama, was dann so drin entsteht, das war jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, oh, wow, was ist was, wie geht das jetzt weiter? Ich muss es immer ein bisschen mit 90s vergleichen. Da war jetzt auch nicht so das Riesendrama drin, aber der Film hat mir eigentlich von Anfang bis Ende richtig gut gefallen. Der hat mich so reingezogen und mich nicht mehr losgelassen. Und hier bei dem Film dachte ich nur manchmal, ach Gott, ist der blöd und so, warum macht er das jetzt und so. Und das war halt manchmal so, Und dann waren auch die Skateboard-Szenen irgendwie so, dass also offensichtlich kann der Schauspieler, der Ryder McLaughlin, gut Skateboard fahren. Ja, also das auf jeden Fall. Aber wie es gefilmt war und so, das hat mir nicht so richtig gefallen. Oder mal so durchgängig, mal coole Szenen waren einfach auch nicht drin. Also dafür, dass der Film nur ein bisschen damit wirbt, dass der ums Skaten gehen soll, war mir da einfach zu wenig drin. Da war mir zu viel Drama mit seinem Vater drin, wo ich auch dachte, ja Mensch, ey, jetzt, das haben wir ja schon zigmal gesehen, dass irgendein Jugendlicher was anderes machen will, als sein Vater für ihn vorgesehen hat oder seine Mutter oder keine Ahnung. Ja, insgesamt ein bisschen gemischte Gefühle bei diesem Film. Nichtsdestotrotz, weil er halt auch gut gefilmt war und so. Aber hat mir nicht so gut gefallen wie mit 90s. Also ich gebe mal 7 Punkte. Deswegen. Oh, ist aber immer noch hoch für das, was du gerade gemeckert hast. Also. Ja, es sind halt, letzten Endes, ich habe ihn doch durchgängig. Es hat mich jetzt nicht so sehr geärgert. Es waren halt manchmal so Szenen drin, wo ich dachte, das hätte man schon ein bisschen besser machen können. Aber hat mich jetzt aber gerade an eine Situation diese Woche erinnert, wo mir ein Kumpel geschrieben hat, so, boah, hier, ich habe für meinen Unterrichtsbesuch 12 Punkte bekommen. Ich so, okay, cool, von wie viel? 100? Deswegen so, aber 7 Punkte. Von 20? 10? Nein, von 10 natürlich. Also ich fand es ganz gut und ja. Das war jetzt nicht. Ich glaube für. Oh, jetzt gehst du rüber in die. Wie bewerten wir ein Referat von Mitschülern? Ja, ich fand es ganz gut. Nee, ich wollte noch einen Nachsatz. Ich weiß nicht, ob es für euch was wäre, weil ich glaube, mit Skaten habt ihr nicht so viel am Hut. Und, ey, ich bin früher Skateboard gefahren. Ja, okay, dann vielleicht schaust du mal rein. Aber vielleicht ich schaust du auch mit 90s zum Geburtstag in Prag ein Skateboard mitgenommen. Das steht immer noch, ich glaube, in der Garage. Geklaut oder was? Ne, das haben wir gefunden. Wir waren aber so hackettig, dass wir es auch mitgenommen haben. Ja, gefunden. Gefunden, ja, ist klar. Ich hoffe, dass ich möchte nur mal sagen, an diesem Tag sind dann auch zwei Stück zusammengekommen aus der Klasse. Die sind heute immer noch verheiratet. Ach, guck an. Ja, deswegen jedes Jahr gratuliert er mir zum Geburtstag und ich ihm zum Jahrestag. Krass, ey, das ist ja echt hier eine langjährige Beziehung dann, wenn die sich damals schon gefunden hat in der Schule. Ja, eben.
Das war einfach das. Pragfahrt war legendär. Halt. 30 Leute, 4 Jungs. What? Also 27 Mädels. 26 Mädels, 4 Jungs. So. Gut, dass du rechnen kannst, ja, aber ja, so nett war es. Einfach mega gut. Was war das, Abschlussfahrt bei euch, oder? Das war Studienfahrt damals, Studienfahrt. Okay, und wir halt nach Prag und alle anderen nach London, weil, boah, London total toll und boah, boah, boah. Und wir so, ja, Mann, Prag. Und die, wo in England waren, die mussten an jedem Tag, an jeder Sehenswürdigkeit, musste jemand anders ein Referat drüber halten. Oh Gott. Und wir halt gar nicht. Wir waren dort eigentlich nur zum Feiern. Also das war sehr schön. Wir haben uns selber auch eine Abschlussfahrt im Gymnasium organisiert. In die Nähe von Prag. Wir sind dann auch mal nach Prag. Das war auch ganz lustig. So viel von mir, Entschuldigung. Knödel mit Gulasch und was zu trinken für 5 Mark damals. Boah. Sehr halber schön. Liter Bier für 80 Cent. Boah. So, ja. Kate, erzähl uns doch mal was zu Moonfall. Damit hier alte Männer erzählen vom Krieg hier mal zu Ende ist. Hier. Ja, ich habe mir Moonfall angeguckt, da ich den ja in der Sneak verpasst habe. Und was soll ich sagen? Es ist ein herrlicher Scheiß. kurz zur Story. Also, wir haben die Astronauten Halle Berry und Patrick Wilson, die bei einer Mission an der Internationalen Raumstation, war es, glaube ich, eine seltsame Begegnung haben, wobei eher Patrick Wilson davon was hat. Halle Berry kann nicht sagen, ob sie was gesehen hat, und und sie verlieren auch einen von ihren Kumpels, der mit oben ist, und zurück auf der Erde glaubt man halt den Ausführungen von Patrick Wilson nicht, dass da eine Art Wesen oder andere außerirdische Lebensform war, die das alles ausgelöst hat, was dann da oben im Weltraum passiert ist. Man glaubt ihm halt nicht, und dann wird das so ein bisschen diskreditiert und in Schatten gestellt und hat es dann nicht ganz so einfach. Und ein paar Jahre später wird allerdings festgestellt, dass der Mond seine Umlaufbahn verlässt und auf die Erde quasi zukommt. Und das wird unter anderem von John Bradley, den wir aus Game of Thrones kennen, festgestellt. Und irgendwann dann auch von der NASA. Und ja, jetzt geht es halt darum, warum, wieso, weshalb. Und dort treffen sie dann eben auch wieder auf diese ungewöhnlichen Kreaturen, die damals ja schon Patrick Wilson gesehen hat. Und es geht halt darum, was machen die? Was machen die mit dem Mond? Und wie kann man das verhindern? Und müssen wir da jetzt Nuklearwaffen einsetzen oder nicht? Und gibt es eine Weltraummission oder nicht? Und alles, während halt der Mond immer näher kommt und entsprechend Effekt auf die Erde hat. So, das ist so die Grundstory. Und als es dann darum geht, aufzuklären, was mit dem Mond ist, dann biegt es komplett falsch ab und wird komplett abstrus. Aber man muss sich einfach drauf einlassen. Einfach zurücklehnen und einen wunderbaren 2-stündigen Action-Quatsch erleben vom Feinsten. So würde ich das mal zusammenfassen. Ja, das trifft's ganz gut. Oder? Einfach Kopf aus und genießen. Das war in der Sneak. Roland Emmerichs vom Feinsten, würde ich mal sagen. In der Sneak war der absolut super, fand ich. Also, das war herrlich. Also, ich hätte mir ein bisschen anderes Ende gewünscht. Ja, also das mit dem, was dann mit dem Mond tatsächlich los ist und so, fand ich ein bisschen. Das fand ich voll realistisch. Aber der Rest, also ich fand dann auch die Szenen, wo der Mond dann halt so nah an der Erde war und das Meer natürlich darauf reagiert hat und die ganze Anziehungskraft anders gewirkt hat und so, fand ich schon cool gemacht. Also effektmäßig fand ich das echt sehenswert. Ich werde den tatsächlich auch nochmal gucken und einfach nochmal mich berieseln lassen. Ich liebe ja so Weltuntergangsfilme. Ich mochte ja damals auch 2012. Und ich bin auch ein großer Day of the Tomorrow-Fan. Ich mag einfach solche Weltuntergangsdramen,
mit so einer kleinen Herde von Menschen, die dann der Meinung sind, sie sind die einzigen auf der ganzen Welt, die das hinkriegen können. Und so war es ja jetzt hier in dem auch, ne? Wir haben da diese drei Hauptprotagonisten, die eigentlich umgeben sind von Milliarden anderen Menschen auf der ganzen Welt und sie sind aber die einzigen, die das jetzt hinbiegen können. Und sowas liebe ich ja. Sowas liebe ich einfach. Ist eigentlich auch so ein bisschen so die Essenz von Roland Emmerich-Filmen, sowas in dem Moonfall zu sehen war. So ein bisschen völlig überdrehter Quatsch und richtig schön Popcorn-mäßig und ja, das familienmäßig und so, die Familie da schützen und so, ja. Ist aber bei Weitem kein perfekter Film, da gibt es bessere Emmerich-Filme, aber trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, aber es ist einfach Kopf und genießen, würde ich sagen. Herrlich, herrlich was, doof. Was gibst du punktemäßig? Boah, das ist, also, ich finde ja, solche Filme laufen bei mir in so einem ganz speziellen, sagen wir mal, Genre ab, also in einem ganz speziellen Riege und da ist der schon weit vorne dabei, da gebe ich schon 8 Punkte. Ja, na gut. Weil der einfach so herrlich absurd ist, aber unglaublich gut gemacht. Cool. 8 Punkte, ich darf das hier mal bei dir eintragen, dass ich das bitte, nachher noch habe. Ja, okay. Bitte. Ich habe noch einen geschaut und danach kommen wir dann mal zu den Neustarts. Die haben wir vorhin über diese Blinden-App ein bisschen vergessen. Deswegen schon mal ein kleiner Anteaser. Ich habe auf meinem Festplattenrekorder den Film Beate Use, das Recht auf Liebe, gefunden, den ich vor ewigen Zeiten mal aufgenommen hatte und den wollte ich eigentlich schon immer mal sehen, weil der war bei irgendeiner deutschen Filmpreisverleihung, war der mit in der Auswahl drin und da sah der irgendwie ganz interessant aus. Ist halt ein Biopic über Beate Use, die gespielt wird von Franka Potente. Und da wird zum einen, am Anfang sieht man so, ist sie quasi in der Jetztzeit und wird so ein bisschen in Rückblicken erzählt, dann ihre Lebensgeschichte, wie das anfing, auch so mit dem Zweiten Weltkrieg, wo sie als Fliegerin unterwegs war und später dann auch verletzt wurde, ins Hospital gekommen ist und wie sie dann so ihre ersten Schritte dann nach dem Krieg gemacht hat und dann eben festgestellt hat, in dem Nachkriegsdeutschland, wo viele so andere Sorgen hatten, viele ja sind aus dem Krieg zurückgekehrt, heimgekehrt zu ihren Frauen oder so und dann gab es halt auch sehr viele Geburten auch und viele Frauen, die wussten jetzt gar nicht, wie sie die Kinder so durchbringen sollen, gerade in der Zeit und dann hat sie halt so die ersten Aufklärungen begonnen, weil ihre Mutter oder ihr Vater, die waren eben Ärzte, deswegen wusste sie da sehr viel über das Thema und hat so eine erste Schrift am Anfang noch abgetippt, hat sie sich auf dem Schwarzmarkt eine Schreibmaschine ertauscht und hat dann angefangen, so Sachen selber zu vervielfältigen und sie lernt da jemanden kennen, der in dem Nachkriegsdeutschland so einen ersten kleinen Versandhandel aufgemacht hat mit Haarwasser und so, was er verkaufen wollte. Und sie stellen dann aber fest, dass ihre Schrift sich sehr gut verkauft und dass man das vielleicht auch über einen Versand machen könnte. Und so entstand dann das ganze Imperium. Und das wird hier ziemlich gut dargestellt, auch gegen wie viele Widerstände sie gekämpft hat, gerade in diesem, ja, auch gegen Kirchen und gegen die damalige Regierung, die auch irgendwie die Staatsanwaltschaft losgeschickt hat, weil das denen natürlich ein Dorn im Auge war, dass sie so aufklärerisch unterwegs war und mit Verhütung und so weiter. Das wird ziemlich gut im Film gezeigt. Das Spiel hat mir jetzt nicht ganz so wahnsinnig gut gefallen. Es war jetzt wenig Kino-like, sondern eher so ein bisschen TV-Film-like. Aber ich fand es trotzdem gut, wie es dargestellt wurde. Sind auch zum Beispiel andere Schauspieler, zum Beispiel Josephine Preuß, die wir vielleicht kennen aus Türkisch für Anfänger, hat sie, glaube ich, mitgespielt. Henry Hübchen, den fand ich großartig hier im Film. Dann der Staatsanwalt Silvester Groth heißt der. Ich weiß nicht, ob man den vom Namen her kennt, aber den hat man auf jeden Fall irgendwo gesehen. Der spielt meistens so Bösewichte und so. Und ja, wie sie das dann alles so aufbaut, mit welchen Widrigkeiten sie zu kämpfen hat, welche Gerichtsprozesse sie zu führen hat. Richtig gut dargestellt in dem Film. Ich kannte davon eigentlich fast kaum was und deswegen das Biopic, das hat mir gut gefallen. Und ich gebe, was habe ich drinstehen? 6,5 von 10, jawohl, das trifft es sehr gut. Und wer wen so Biopics interessieren, der kann da ruhig mal reingucken. Und jetzt werden wir nochmal den Trenner abfahren für Charts und Neustarts, weil wir haben vorhin die Neustarts vergessen. Kinocharts und Neustarts. Hätte man nämlich beinahe den, wahrscheinlich den Top-Neustart diese Woche, nämlich Top Gun, Maverick. Ebenhof, achso.
Mia, Top Gun Maverick, ja, Tom Cruise kehrt zurück, Val Kilmer auch, Miles Teller ist mit dabei. Und ich kenne schon einige, die da irgendwie heiß drauf sind. Ich ja jetzt nicht so auf den Film, weiß nicht, reizt mich jetzt nicht so wahnsinnig. Was? Du hast doch mal gesagt, du hast voll Bock gehabt nach dem Trailer. Ja, der eine Trailer hatte mir gefallen, aber es ist schon wieder abgeappt, dieser Hype. Okay. Wenn ich den Trailer gesehen hätte und hätte kurz danach ins Kino gehen können, hätte ich es vielleicht gemacht. Weil ich glaube, das ist so ein Film, der im Kino richtig gut kommt. Große Leinwand, Atmos, fette Sitze und so, dann kommt der bestimmt gut. Genau. Also der startet 35 Jahre. Ich habe übrigens gleich im Quiz vielleicht eine Frage zu Top Gun. Mia and Me, das Geheimnis von Zentopia. Kinofilm zur gleichnamigen Serie, in der die junge Mia die magische Welt Zentopia retten muss. Das ist ein Animationsfilm. Von Adam Gunn mit Rick Kavanian, Mike Singer, Gideon Burkhardt und weiteren. Wird, denke ich mal, ganz gut einschlagen, weil die Serie ist doch bekannt. Da gibt es auch viel Merchandise und so. Und ja, mal schauen. Immenhof, das große Versprechen. Nachdem jetzt Ostwind durch ist, ist jetzt mit Immenhof, sind jetzt die ganzen Pferdefilme. Obwohl sich da wahrscheinlich mit Mia und Me und Immenhof so ein bisschen dieselbe Zielgruppe teilen, vielleicht. Neuinterpretation der erfolgreichen Pferdefilm-Klassiker mit Lea Holtwig, Ella Päfgen, Caro Kult und weiteren. Detektiv Conan, The Movie, Film 25, die Halloween-Braut. 25. Film der Hit-Anime-Reihe Detektiv Conan von Susumu Mitsunaga. Ist das für Kate, glaube ich. Ich liebe die Serie. Okay, es läuft auch noch an Heikos Welt. Da habt ihr bestimmt auch auf Sky damals diese ganze Werbung gesehen für diese Serie, die mal gezeigt haben auf Sky One oder so. Mit diesem Dartspieler. Nee, echt nicht. Oh, ja, doch. Total penetriert die ganze Zeit. Das war mir in jedem Werbeblock. Ich hab's gesehen. Ja. Und da, das basiert wohl auf irgendeiner YouTube-Serie und da haben sie jetzt einen Film draus gemacht und mit Martin Roth in der Hauptrolle, der irgendwie mit Dartspielen Geld gewinnen will, um seine Augen-OP bezahlen zu können. Irgendwie so komödienmäßig. Dann läuft noch an Die Täuschung, ein britischer Kriegsfilm über die Eroberung Siziliens durch die alliierten Streitkräfte im Jahr 1943 und die besondere Rolle des Täuschungsmanövers Operation Mincemeat von John Madden mit Colin Firth, Matthew McFadden, Kelly MacDonald und weiteren. Der könnte richtig gut sein. Hattest du den nicht in der Sneak? Nee, den haben wir getippt für die Sneak, aber den hatten wir nicht in der Sneak. Aber du hattest doch irgendeinen so Agentenfilm irgendwie in der Sneak. Das aber nicht Die Täuschung. Ach nee, war das Der Spion? Oder? Nee, den hattest du auch. Aber, Ja. John Madden, war der nicht irgendwie ein Footballspieler? Macht der Film? Ja, habe ich auch gedacht. Alles in bester Ordnung. Feine Indie-Komödie steht hier, in der zwei gegensätzliche Menschen aufeinandertreffen. Gelungenes Langfilmdebüt von Nadja Brunkhorst mit Corinna Harfuch, Daniel Stressler. Genau. Ach, einmal Daniel Stressler und Daniel Sträßer. Ah, das genau. Ist ja total verwirrend. Stimmt das so? Das ist ein Tippfehler hier. Okay. Das hat man richtig reingehauen hier. Und dann natürlich noch Daniel Sträßer mit nur einem S. Unter Danny Stressler wieder. Es läuft auch noch an. Mike Sabel, eine Geschichte von Liebe, Zorn und Hoffnung. Spanisches Drama basierend auf wahren Ereignissen, in der sich ein Täter mit der Witwe seines Opfers nach Jahren aussprechen will. Von Isiar Bolain, wahrscheinlich Ikiar Bolain, mit Blanca Portillo, Luis Tosar und Maria Cerezuela. Ach, guck mal, Die Kirche bleibt im Dorf läuft nochmal. Schwäbische Mundart-Komödie um zwei rivalisierende Dörfer. Das ist, glaube ich, eine Wiederaufführung, ne? Die gab es ja schon mal. Ja. Gut, dann sind wir durch mit den Neustarts diese Woche. Und da wir hier sonst nichts haben, Serien, ich habe nur Dokus geguckt jetzt, sind wir ja gleich in der Rätselecke hier. Rätselecke. Chris, du bist dran, ja, glaube ich. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur dieswöchigen Rätselecke. In dieser Woche werde ich drei Fragen stellen mit je vier Antwortmöglichkeiten, beziehungsweise A, B, C und D. Die beiden
Teilnehmer und Teilnehmerinnen und der Teilnehmer, die Kate und der Erik, dürfen dann nacheinander antworten. Beginnen darf heute mit der ersten Frage die Kate, weil Ladies first. Und ich würde sagen, wer nach drei Fragen am meisten beantwortet hat, der gewinnt diese Runde. Ansonsten habe ich hinten raus noch eine Schätzfrage. Vielen Dank fürs Zuhören der Erklärung. So, hallo. Der Penis von Channing Tatum hat einen Spitznamen. Der Penis von Channing Tatum hat einen Spitznamen. Jedes Mal bei der Rätselecke einfach abfahren, das erklärt alles. Ja, so nett war, ne? Jetzt zum dritten Mal, der Penis von Channing Tatum hat einen Spitznamen. Ist es A. Robert, B. Gilbert, C. Filbert oder D. Hubert? Aber das ist doch Wissen, was nur ein Insider Hubert haben kann, Chris. Also, oder wie sagt man bei einem Tatort, das ist Täterwissen. Ja, Erik, A, B, C oder D. Woher weißt du das? Ich bin gar nicht zuerst dran. Ich glaube nur. Ach stimmt, die Kate ist da zuerst dran. D. D, Hubert, okay. Sag ich C. C, Filbert, okay. Tatsächlich ist der Spitzname von Channing Tatums Penis Gilbert. Das heißt? Kommt daher, dass bei Dreharbeiten ihm mal jemand kochendes Wasser über den Penis geleert hat. Und dann ging es wohl darum, dass man dem Ganzen einen Namen gibt. Und deswegen hieß er Gilbert, hat sich verbrüht. Okay, wer hat jetzt recht? Ich weiß gar nicht. Filbert gesagt, Kate hat Hubert gesagt. Es ist Gilbert. Also Filbert ist nah dran, aber leider falsch. Also es ist weiterhin 0-0 nach der ersten Runde. Kommen wir zu dem Film, den Kate gerade vorgestellt hat, zu Moonfall. Und zwar ist meine Frage, jetzt muss der Erik zuerst antworten. Wie lange wurde denn am Skript von Moonfall geschrieben? Waren das 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre oder 5 Jahre? Dann sage ich das längste, 5 Jahre. 5 Jahre, was sagt Kate? Ich sage 3 Jahre. Obwohl man das dem Film nicht anmerkt, dass es so lange ist. 3 Jahre. Auch wenn man meint, dass das Skript von Moonfall tatsächlich in 20 Minuten geschrieben wurde, waren es im Endeffekt 4 Jahre, damit weiterhin 0-0, weil keiner von euch irgendwie halt Backe richtig zu haben. Oh. Aber jetzt wird es spannend. Vielleicht geht es mit 0-0 in die letzte Runde, wo jetzt Kate wieder als Erste antworten muss oder man halt in die Schätzfrage holt. Ja, wie bei Mathe-Realschulabschluss jetzt hier, ist ja alles. Ja, spannend, ne? Dritte Frage, meine Güte. Vince Vaughn hatten wir heute auch in der Sendung. Vince Vaughn hätte fast eine Hauptrolle in einer 1990er-Jahre-Sitcom bekommen. In welcher? In A. Friends, in B. Seinfeld, C. Eine starke Familie oder D. Frasier? Kate, Friends, Seinfeld, eine Friends starke auf keinen Familie, Fall. Frasier. Okay, was sagt der Erik? Seinfeld. Tatsächlich hat Vince Vaughn um ein Haar eine Rolle in der 1990er-Jahre-Sitcom Friends bekommen. Was? Den Joey gespielt. Das heißt, es steht nach 3 Fragen weiterhin 0-0 und bekommt direkt so Schätzfrage. Das sind aber auch blöde Fragen. So. Obwohl Seinfeld war Quatsch, meine Antwort. Das kann ja gar nicht sein. Die hat ja eher produziert, Jerry Seinfeld. Ja. Aber gut, dann hätte ich Okay, die Schätzfrage. Die Friends hätte ich auch auf keinen Fall genommen. Ja, okay, ist halt so. Erik muss in dem Fall bei der Schätzfrage zuerst antworten. Und zwar, wie viele Minuten geht der Film Top Gun von 1986? 127 Minuten. Sage ich wahrscheinlich mehr. Mehr? Wie 127 oder weniger wie 127? Ich sag weniger. Ich sag. Ja, weniger wie 127 oder mehr wie 127? Ich sag weniger und ich sag 121. Okay. Der Film Top Gun von 1986 ist gelistet mit 110 Minuten. Damit hat Kate gewonnen. Yes! Super. 110, ja damals eigentlich hätte ich es wissen müssen. Da ging die alle noch nicht so lang. Das geht jetzt erst so los. Ja. Ich muss da niedriger tippen. Ja, Glückwunsch, du hast durch die Schätzfrage gewonnen. So einen richtigen Humor gebaut. Gewinnen durch nichts können. Ich weiß, warum ich mich so vertippt habe. Ich habe das damals auf so eine Videokassette aufgenommen auf Sat.1. Lief das mal als Film. Die Älteren werden sich erinnern. Da war aber ja die Werbung mit drin. Genau, da war die Werbung mit drin. Da ging ja nämlich übelst lang. Da habe ich irgendwie so eine... Ja. Ausrede.
Ausgerechnet. Du bist ein blöder Hund. Du musst doch gerade... Sehr schön. Ja, cooles Rätsel. Ey. Echt knackig. Ja, das mag ich. Hm, sehr gut. Okay, da ist dann die Kate das nächste Mal dran. Wenn sie wieder am Start ist hier. Und dann lege ich das schon mal hier rüber. Wir hatten tatsächlich einen Kommentar gehabt. Den hatte ich euch mal weitergeleitet. Habt ihr den auch gesehen gehabt, die E-Mail? Das kam per E-Mail. Ja. Und zwar, jetzt weiß ich nicht, weil er ja per E-Mail geschrieben hatte, werde ich mal den Namen vielleicht außen vor lassen, weil ich nicht weiß, ob er den genannt haben möchte oder so. Vielleicht hat er deswegen extra per E-Mail. Aber ich will nur sagen, er schreibt, er hat durch unseren Podcast schon sehr viele gute Tipps mitgenommen und hat noch einen Hinweis zu Threadstone, zu der Serie gehabt. Die Serie lief schon Anfang 2020 auf Amazon Prime und wahrscheinlich kann man dort noch immer alle Folgen sehen. Habe ich jetzt noch nicht gecheckt, aber ich glaube ja. Und genau, da kann man jetzt quasi diese verzögerte Ausstrahlung auf Sky ein bisschen aushebeln, wenn man es dort schauen möchte. Chris, hast du schon mal reingeschaut? Weil dich hat es ja letzte Woche ein bisschen angetan. Nee, keine Zeit gehabt, ne, letzte Woche. Es gibt überhaupt keine Zeit, gell? Naja, es wird wieder ruhiger demnächst. Ja, genau. Definitiv. Aber was er halt findet, dass bei Moon Knight ein echter Tiefpunkt erreicht war, ich weiß nicht. Sehe ich nicht so. Also da habe ich ihm schon direkt geantwortet, dass ich Moon Knight eigentlich ganz geil fand und ich mochte auch dieses fast Solange du das Audio-File von gerade eben nicht geschickt hast, ist alles gut. Nee, das war da noch nicht, als er uns das geschrieben hat. Nein, also es kann man ja auch so sehen, finde ich völlig vollkommen in Ordnung. Ich meine, wenn man halt... Hat jeder hat seine Meinung. Wenn alle die gleiche Meinung hätten, Junge, hätten wir ein langweiliges Leben hier auf der Welt. Ich glaube, dadurch, dass war das direkt vorher die Hawkeye-Serie? Ja, ne? Die war natürlich sehr, sehr leicht und fluffig, sag ich mal. Weil das auch so eine Weihnachts-Miniserie war. Feel good und mit Spaß und so. Und jetzt dann direkt danach so ein Kubrick-David-Lynch-Ding mit mehreren Ebenen und mit Schizophrenie oder irgendwas. Also das ist natürlich dann ein ganz schön hartes Brett und so. Deswegen... Mir hat es trotzdem gefallen. Ich mag ja auch das Ägyptische da, das Ding, was da so. Ja. Aber gut. Und er wünscht viele Grüße und weiter so bis mindestens Folge 1000. Ja, ist noch eine Weile hin. Das sind noch ein paar Jahre hin. Ja, mal gucken, was sich da noch alles vielleicht hier so ändert. Auch so, ob wir da die Zeit haben demnächst für viele Aufnahmen. Ach ja. Aber das wird man sehen. Wird schon klappen. Das wird man sehen. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Musiketipps hier. Musiker, da. Music. Von mir gibt's von We Are Domi Lights Off. Hat mich letzte Woche begeistert, der Song. Kate? Von mir gibt's von Tegan and Sarah Where Does the Good Go? Und ich habe die neue Single von Psy im Angebot. Psy zusammen mit Sugar, That That. Okay. Gibt es da wieder einen Tanz dazu? Ja. Jede Menge. Jede Menge. Richtig geil. Okay, so jetzt. Macht richtig Spaß. Packe ich mal das drauf hier. Warte mal. Psy, Sugar. Ist jetzt that. Seit 3 Wochen draußen, hat 168 Millionen Aufrufe. Das klingt sehr nach einem TikTok-Ding hier, weil es geht auch nur 2 Minuten 54. Ohne das jetzt gehört zu haben, schätze ich mal, das fängt. Nein. Doch, 2 Minuten 54 geht der Song. Ja, knapp 3 Minuten. Ich schätze mal. Der fängt sofort mit dem Refrain an, wie es alle guten TikTok-Songs gleich machen. Nein, nicht? Okay, ich höre nachher mal rein. Ich habe es schon mal draufgepackt auf unsere Liste. Und genau, jetzt werde ich nachher mal reinschauen bei der Greta-App, was das Geiles ist. Und ja, nächste Woche bin ich viel unterwegs. Liebe Hörer, da könnt ihr gerne mal meinen Instagram @kinocast, da werde ich ein bisschen was, da gibt es ein paar einschneidende Sachen, die da passieren werden. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Will ich jetzt nicht spoilern, was es ist. Folgt mir auf @kinocast. So, habt ihr noch was anzuteasern? Nö. Geht ins Kino, da ist kalt. Genau, geht in die Sneak Preview der Innenstadtkinos oder auch in jedes Kino, was euch gefällt. In Deutschland, überall. Schweiz, Österreich, deutschsprachigen Raum, überall. Geht in die Kinos, laufen geile Filme. Viel Spaß, bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Ciao. Der Kinocast.